Willkommen zurück zu Baldur's Gate 2. Es geht weiter, Freunde. Wir befinden uns bei den Hafnern und dieser Typ, Bessen, oder war es der Typ? Nadinal, wer auch immer, Galavari, ich glaube, das ist der Anführer, Galvare, die wollen uns einkerkern. Und das wollen wir natürlich nicht zulassen. Deswegen kloppen wir uns jetzt durch Chahera auf unserer Seite, weil sie uns besser kennt wie der Haufen hier. Schade, dass es so unfair hier nun vonstatten gehen musste. Aber wenn die Hafner den Beef wollen, dann kriegen sie ihn natürlich. Ich überlege gerade, Bessen scheint ein Magier zu sein. Dann kloppen wir jetzt einfach mal alle auf ihn drauf und gucken, wo das Ganze hinführt. Die Gruppe ist ausgeruht. Ich sehe aber hier bitte mit dem Schwert. Und der Rest gefällt mir soweit. Okay, dann los. Dann schauen wir mal. Die ist natürlich bestimmt nicht ohne. Ja, trink erstmal einen Trank, obwohl du noch voll bist. Das ist sehr sinnvoll. So, haut drauf, Leute. Magie bannen vielleicht. Oh, kacke, zwei Magier, ne? Und der andere, der zaubert fröhlich vor sich hin. Das gefällt mir gar nicht. Habe ich den jetzt? Ja, okay, dann mal los. Komm schon. Oh Mann, das ist ein dummes Schutzschild. Yoshimo ist natürlich der Erste, der wieder Schaden bekommt. Wir machen überhaupt keinen Schaden. Was ist denn hier los? Doch, jetzt ein bisschen. Wahnsinn. Yoshimo will jetzt schon wieder nach Hause. Trink. Ach Gott, ich bin ja auch fast tot. Ich bin ja fast tot. Kann ich überhaupt noch was zu mir nehmen? Ich habe einen komischen Zustand. Diesmal ist Yoshimo ja fast unschuldig. Hallo, Bo. Komm, gib mir mal die Tränke her, bevor es zu spät ist. Da, schlürf. Der hat noch drei Balken. Wir kloppen die ganze Zeit. Anscheinend kloppen wir auf den Falschen, mal ehrlich. Das gibt's doch nicht, dass der keinen Schaden bekommt. Ja gut, aber die Gruppe kämpft auch nicht alle so, wie sie kämpfen sollen, ne? Oh, wer war das? Das war ich, natürlich. Wer sonst? Und jetzt schnell zum nächsten Magier. Holy shit, war das anstrengend. Am besten nochmal einen Trank schlürfen, bevor noch irgendwas Dummes passiert. So. Ansonsten, warum steht denn da hinten Chahera? Was hast du? Irgend so einen komischen Zustand. Keine Ahnung. Yoshimo, bleib bei uns. Okay, geheilt. Und auf den Magier, bitte. Nadinal. Oh, endlich hört dieses Geklimper auf. Das heißt, Chahera ist wieder normal? Nee. Das muss irgendwas anderes bedeuten. Okay, egal, weiter. Okay, okay, okay. Shit, ich glaube, ich habe noch einen Cooldown, was Trinken angeht. Probieren es trotzdem. Vielleicht... Ja? Noch einen starken Heilzauber hinterher. Hä? Die hat keinen starken Heilzauber? Nur Chahera oder was? Ja, die ist gerade nicht empfänglich. Super, wieso habe ich denn... Moment mal, das kann doch nicht sein. Ich hatte doch mit... Da sind sie doch hier. Da, es war nur auf der vorletzten Seite mittlerweile. Okay. Ich hoffe, das geht sich noch aus. Zauber dauern halt so ihre Zeit. Ah, der Trank hat zum Glück gerade gefunzt. Sonst wäre ich jetzt schon fast tot. Shit, ich glaube, ich überlebe das nicht, bis der Zauber durchkommt. Shit, was kann ich irgendwas machen, was mich schnell heilt? Was kann ich tun? Ich hätte den Heilstecken, glaube ich, benutzen können, ne? Ach, das ist der Luftstecken mittlerweile. Den Heilstecken habe ich gar nicht mehr drin, ne? Chahera ist wieder... Nee, ist nicht... Ach, shit. Ja, ich kann nichts machen. Außer, vielleicht ein bisschen rumlaufen, um kein Damage zu kassieren. Das könnte ich probieren. Sollte aber in der Nähe von Airy bleiben, sonst bringt der Spaß nichts. Shit, jetzt hat Airy angegriffen. Oh Mann. Das ist alles nur für meine Heilung. Ganz schön kostenintensiv gerade hier. Oh! Shit, Hexat ist schon down. Ich habe es nicht mitbekommen. Oh, und Airy ist jetzt auch dann. Okay, das müssen wir nochmal laden. Das lief so schlecht am Anfang. Das lief einfach so schlecht. Außerdem, ich habe mich nicht auf den Kampf vorbereitet, weil ich nicht mal wusste, dass es einen gibt. Autosave ist der neueste. Ja. Na gut, der Kampf ist unausweichlich, ne? Was könnte ich denn vorab auf die Gruppe sprechen? Furcht hat er ja nicht gemacht. Furcht bannen. Vielleicht, na, wenn ich sowas wie ein Feuerelementar rufe, habe ich die Befürchtung, dass es nicht durch die Tür geht.
Das wäre halt auch blöd. Ich kann mich überhaupt nicht geil vorbereiten auf den dummen Kampf. Wir probieren es einfach nochmal. Vielleicht war es unglücklich. Ich greife jetzt mal den anderen Magier zuerst an. Mal schauen, wie es dann läuft. Mal gucken. So, das Dumme ist, dass wir jetzt immer wieder dieses Gequatsche davor haben. Was habe ich das letzte Mal genommen? Hier. Machen wir jetzt natürlich etwas schneller. Ich versuche aber trotzdem die Antworten zu nehmen, die ich auch das letzte Mal hatte. Auch wenn das Ergebnis wahrscheinlich immer das gleiche ist. So. Okay, jetzt müssen wir es ja gleich haben. Jetzt müsste... Ja, jetzt geht's los. Okay. So. Wir holen uns Unterstützung. Bevor Jahera wieder ausgenockt wird, holt die sich jetzt ein Feuerelementar raus. Ich denke, das wird gut sein. Des Weiteren gehen wir auf den anderen Magier, auf ihn. Ist mir egal, ob der noch blau ist. Wir gehen jetzt auf den. Minst wechselt auf das Schwert. So, und Ari, was machen wir mit dir? Noch einen größeren Zauber, noch ein Feuerelementar, einfach zur Verstärkung. Kältekegel, ich muss das mal, wenn es mal nicht so drauf ankommt, muss ich mal den Kältekegel genau ausprobieren. Weil das mit diesem, ja, Kegel halt, das ist doch so gefährlich, dass ich dann auch meine Leute treffe, ne? Schießt ein Kegel eisiger Kälte. Ich muss es mal mehr testen, aber hier ist es mir gerade zu riskant, weil die ganz schön abgehen. Ja, ich werde noch ein Elementar rufen, was soll's, komm. Für Feuerball ist es hier zu klein. Ja, wir testen es einfach mal. Machen wir es kurz und... Moment, Minz macht nix. Wie kommt es dazu? Würdest du dich bitte bewegen? Okay, John kriegt schon wieder ordentlich was ab. Die Feuerelementare kommen jetzt. Diesmal werde ich mich schneller heilen. Muss ja nicht warten, bis es wieder super knapp ist und so. So. Die Feuerelementare erscheinen. Wir sind fertig mit Zaubern. Komm, versuch nochmal Magie bannen. Auf den Magier, den wir gerade beklöppeln. Magie bannen. So, Ari ist noch dabei. So. Das sieht schon mal besser aus. Der Magier ist gleich down. Wer kriegt hier gerade ordentlich Schaden? Ich nur. Okay. Solange ich mich heilen kann, alles gut. Trinken. Wie lange braucht denn Ari, bis sie das... Die zaubert immer noch. So, kommt. Haut den jetzt kaputt hier. Der ist schon schwer verletzt. Ist irgendwas... Ach nein, haben die was Dummes mit Ari gemacht? Ja, ne? Die kann ich weitermachen. Shit. Okay, was machen wir mit dir? Wie kannst du die Gruppe unterstützen? Eine Heilung auf John, bevor es wieder zu knapp wird. Los geht's. Aber es sind... beide Elementare sind da, sehe ich gerade. Und der Magier ist tot, oder? Ja. Der Magier ist tot. Dann zu dem anderen, zu Bessen, bitte. Okay. Oh mein Gott. Warum gehen alle auf John? Ja, ich weiß, weil ich ja auch der Verurteilte bin. Das ist immer noch anstrengend. Aber die große Heilung von Jahera kommt gleich durch. Oh Gott, so groß war die gar nicht. Scheiße. Was für ein Krampf. Aber die schlagen ja auch gefühlt alle auf mich ein, oder? Dem Rest geht's ja blendend. Oh mein Gott. So, wo ist denn Bessen? Kyle ist verletzt. Ist Bessen schon tot? Ich glaube, Bessen ist tot. Okay, dann gehen wir auf den Verletzten hier. Und Jahera, du gönnst nochmal Heilung, bitte. Ich will hier nichts anbrennen lassen. Ah, diese große Heilung ist das, oder? Moment. Wieso Nekromantie? Möchtest du, kann der Anwender ein Wesen von allen Krankheiten und Verletzungen heilen? Der Zauber heilt auch Blindheit.
Ach so. Das ist keine Heilung an sich, sondern eine Statusheilung. Okay, ich vergaß. Auch wenn es hier nicht unbedingt brauchen. Ich denke, ich mache mal eine Gruppenheilung. Das geht ja. Das ist, glaube ich, eine mittlere Heilung auf alle, ne? Warte, die anderen brauchen es. Nee, die brauchen das nicht. Halt eine mittlere Heilung nur auf John. So. Okay, jetzt hat's geklappt. Ja gut, und John, Ich warte. Na gut, erstmal schauen, wie es weiterläuft. Okay, es sind nur noch zwei. Mach mir die mal eben. trinken noch dazu. Sehr gut, okay, und jetzt den... Die restlichen bitte. So, das sieht doch schon besser aus. Es sind nur noch zwei Leute. Ico oder den anderen? Okay, gehen wir auf Ico, der Anführer zuletzt. Wir werden ja sehen, was er davon hat. So, ich glaube, jetzt haben wir die Oberhand. Jawohl. Moment, wer ist hier noch? Ich sehe hier zwei Balken. Bessen. Bessen lebt noch? Shit. Bessen lebt noch. Und John... Oh nein, John hat Festhalten-Status. Jetzt könnte es nochmal eklig werden. Jetzt kann ich mich... Obwohl, festhalten? Kann ich mich noch heilen, oder? Nee, kann ich nicht. Shit. Shit, jetzt muss ich umso mehr aufpassen. Harry ist wieder bei uns. Gut. Was kann ich tun? Heilen. Wir dürfen John nicht verlieren. Wir haben es fast. Große Heilung auf John. Und der Rest schlägt hoffentlich auf Bessen ein. Die Hand der Gerechtigkeit. Komm schon. Er leitet Magie von Bessen. Dieser Kack-Bessen, ey. Nur weil ich den vorhin übersehen habe. Das ärgert mich. Bewaffnet. Komm, noch mehr Heilung. Meine Güte, ausgerechnet. Komm schon, wo bleibt... Oh Gott, das ist nicht viel. Ist Bessen jetzt tot? Ich sehe ihn wieder nicht. Vielleicht macht doch nur wieder Blödsinn. Bo sagt, ja bitte. Der Anführer greift mich halt die ganze Zeit an, ne? Wie verrückt, aber ich hoffe Bessen... Ja, hier steht's. Erfahrungspunkte bekommen. Jetzt müssen wir echt gucken, dass John überlebt. Kacke, ey. Das ist doch total bescheuert. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. Ja, das macht die Sache gerade super knapp, obwohl wir schon fast gewonnen haben. Wenn halt John verliert, ist das Game aus. So ein Mist, ey. Ich komme mit dem Heil nicht hinterher. Hoffentlich geht das durch. So, los, komm. Vielleicht greift auch jetzt jemand anderes an. Ja, ich glaube schon. Oh, Gott sei Dank. Okay. Okay, gut. Das war's. Oh, meine Güte. Das war jetzt ein Krampf. So, wollen wir nicht darüber reden, Jahera, was gerade passiert ist? Ich meine... Ich habe das, was ich trage, okay. Sollte fallen lassen müssen. Leider habe ich nur zwei ich denke, Arme und keinen so Platz mehr im Rucksack. Okay, wow, die haben auch ganz schön viel Loot hinterlassen hier. Schaut euch das an. Das will ja gar nicht mehr aufhören. Gut, das können wir liegen lassen. Minsk und Bo, allzeit bereit. Also das war anstrengend. Wir müssen eh noch warten, bis John wieder laufen kann. Aber die haben uns nicht eingesperrt. So. Aber das macht uns jetzt eventuell halt auch zu, ja, Flüchtigen oder so, dass die uns jetzt die ganze Zeit verfolgen wollen oder so. Kann natürlich auch sein. Ah, damit müssen wir leben. Vor allem Jahera muss damit leben. Nicht, dass sie da des Hochverrats angeschuldigt wird oder so. Ich weiß ja nicht, wie das bei denen da so abläuft. Es wundert mich eigentlich, dass er noch nicht mit mir spricht darüber. Vielleicht erst, wenn wir rausgehen. So, komm. So, das sieht doch langsam besser aus. Einmal noch. Ist aber auch eine TP-Sau, das muss man ja mal sagen an der Stelle. Im Vergleich zu den anderen vor allem. So, jetzt ist er wieder fit genug. Der Rest sowieso. Er kann sich wieder bewegen. Das Feuerelementar ist noch da, aber das juckt uns nicht. Das können wir jetzt speichern. Und ja, gut, wir haben es überlebt. Wir waren hier ja schon mal. Wir können uns trotzdem nochmal umgucken. Was passiert denn jetzt, wenn wir da hochgehen? Wahrscheinlich werden wir gleich angegriffen, ne? Mal schauen.
Weil normalerweise sollten wir doch hier immer nur uns zu erkennen geben mit so einem Stab. Das ist jetzt alles egal. Ich meine, die haben uns angegriffen. Aber irgendwie juckt das hier anscheinend niemanden mehr. Ich meine, gut, das war ja auch nur hier ein abgekartetes Spiel, dass die an sonst wen rangekommen sind. Mal schauen, ob hier noch jemand ist. Da ist das Ding sogar noch offen vom letzten Mal. Was kann ich da machen? Ihr seid zu weit entfernt, um das zu benutzen. Ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Ich weiß nicht mal, was die meinen. Was soll ich denn da benutzen? Keine Ahnung, du musst irgendwie hochklettern oder so. Im Vogelhaus gibt es nichts mehr von Interesse. Achso, das haben wir schon gemacht. Das war mit, ja, wo wir halt den Vogel rausgeholt haben oder so, ne? Aber da ist nichts mehr zu tun. Wenn es denn sein muss. Alles bereits erledigt. Okay, da noch kurz gucken. Da jemand ist. Nö. Dann gehen wir mal eins hoch, würde ich sagen. Aber erst, wenn die Gruppe zusammen ist. Ich weiß nicht mehr, war da das Dach oder kommt da noch was anderes? Mo gucke. Ja, so mehr oder weniger das Dach, könnte man sagen. Ich nehme an, ich war hier schon. Ja, okay. Da sind die anderen Eingänge, nehme ich an. Oder wo kommen wir dahin? Genau, okay. Ja gut, ich denke, hier gibt es nichts mehr zu tun. Die Hafner sind blatt. Da haben sie sich wohl den Falschen ausgesucht. Aber ich bin mal gespannt, was das noch für Konsequenzen mit sich tragen wird. Das war es bestimmt noch nicht. Ich gehe mal raus, mal gucken, was passiert. Ich erwarte eigentlich, dass wir noch ein Gespräch mit Shahera bekommen, die dazu was sagen will. Was ist hier eigentlich? Okay. Ich kümmere mich drum. Gut, bringt alles nichts. Was soll ich tun? Den kleinen Zimmern ist bestimmt niemand. Wir gehen jetzt. Nach diesem Blutbad. Aber ich bin nicht schuld. Können wir jetzt langsam, ich habe mich nur gewehrt. Anfangen, ja? Ist schon geschehen. So, anscheinend. Nö, es geht nicht weiter. Ja, Jahera, was geht jetzt eigentlich? Jahera. Nee, Quatsch. Was mache ich denn hier? Ich wollte ins Log gucken. Und gucken, was ihre Quest jetzt so sagt. Haben wir nämlich vorher nicht gemacht. Da oben ist es doch so. Aufgaben. Reise. Ist das jetzt abgeschlossen schon? Nichts mehr zu tun. Oh Gott. Die Sucherei immer. Jan Janssen abgeschlossen. Hexer zersuchen. Nera, Kangax. Tierische Probleme. Na, wo haben wir's denn? Ich find's nicht. Das ist aber auch unübersichtlich hier. Wenn man doch nur das Abgeschlossene ausblenden könnte. Da oben. Hä? Nee. Nee, das war die Sache mit dem Fluch. Das war was Altes. Gefängnis zwischen den Ebenen. Da, hier. Jetzt aber. Auch abgeschlossen, Leute. Ich bin vor die Hafner in ihre Feste getreten und ich musste feststellen, dass die ganze Sache nur eine Inszenierung war, um die Ambitionen eines Manns namens Galloway zu befriedigen. Er wollte das Kind Bals einkerkern, um damit angeblich das Gleichgewicht wiederherzustellen. Das würde seine Position bei den Hafnern stärken und ihm die Chance geben, zum Herold zu werden. Jahera hat mich offenbar hierher gebracht, um Galloway zu demonstrieren, wie ich wirklich bin. Doch die Entscheidung über meine Natur war schon vorher gefällt worden. Jahera war von der Behandlung, die mir zuteil wurde, so angewidert, dass sie auf meiner Seite gegen ihre Brüder kämpfte. Und dadurch zur Verräterin wurde. Jetzt ist Galloway tot. Seine lächerlichen Ambitionen wurden mit ihm zu Grabe getragen. Sehr schön. Okay, abgeschlossen also. Und wir haben ja in der Stadt sonst nichts mehr zu tun, ne? Die Gruppe ist wieder voll. Wir können jetzt nochmal versuchen, des Nachts endlich Hexat loszuwerden, wenn endlich mal die dumme Olle kommen würde. Ansonsten Umarhügeln, Windspeer, die Jagd. Das war auch draußen. Ja, der Rest ist ja eh alles draußen. Das heißt, wir werden die Stadt gleich wieder verlassen, würde ich vorschlagen. Gildenbesuch am 28. bzw. 29. Es ist der 25. Es ist noch keine Woche vergangen. Das heißt, das müssen wir auch noch nicht machen. Sagt mir, was zu tun ist. Okay.
Gut, wollte ich noch irgendwas anderes machen? Die Gruppe ist halt voll, genau. Das heißt, wir gehen jetzt des Nachts, es ist die 19. Stunde. Ich warte. Das heißt, es wird bald dunkel, das ist wenigstens etwas. Ich hätte die Zeit laufen lassen sollen, dann wäre es jetzt vielleicht schon später, aber okay. Ich glaube, wir müssen, glaube ich, bis zur 22. warten, bis es wirklich als Nacht zählt, ne? Das merkt man immer an den Umgebungssounds, an dem Trubel der Heiterkeit. Und hier ist ja noch ordentliches Leben vorhanden. Okay, dann kommt mal mit. Mensch, ich laufe gerade ziemlich umständlich, oder? Na egal. Los geht's, Leute. Kommen Sie an, kommen Sie an. Irgendwann. Immer noch die 19. Stunde. Ey, die Zeit vergeht so langsam. Was ja eigentlich gut ist, aber wenn man drauf wartet, ist es ätzend. Da kommen sie von allen Seiten. 5 rechts und einer links, der Außenseiter. Man kennt ihn. Yoshimo. Ja? Immer dieses Yoshimo-Moppe. So, okay. Slums, ne? Ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass die Olle wiederkommt? Komm schon, bitte. Gute Idee, das mir zu übertragen. Wollten wir sonst noch was in den Slums machen? Nö, ne? Wir sind eigentlich durch. Ich muss jetzt Zeit verstreichen lassen, hilft alles nix. So. Okay. Gut, Leute, ich würde sagen, ich mache an der Stelle einfach einen Cut. Ich lasse die Zeit laufen. Und sobald hier die Nachtanimation kommt, werden wir... Ja, wobei... Dann will ich nochmal die Stadt, den Stadtteil wechseln. Um es auch definitiv getriggert zu haben, dass die eventuell erscheint. Und wenn die nicht erscheint, dann gehen wir halt weiter unseres Weges. Dann Festung Anis war mal ja fertig. Beziehungsweise vielleicht gehen wir nochmal kurz hin, weil ihr meintet, diesen Streitkolben könnte ich dort basteln. Ich wüsste aber nicht bei wem. Muss ich mal testen. Oh, was wäre denn das nächste Ziel? Alles so super weit weg gleich. Naja, entweder gehen wir weiter nach rechts, quasi so im Uhrzeigersinn. Ja, das könnten wir eigentlich tun, ne? Ich glaube, das werden wir tun. Die Umar-Hügeln werden wir dann also aufsuchen. Ich hoffe, die sind schon schaffbar. Oder wollen wir zum Handelstreff zuerst? Ich glaube, wir gehen zuerst zum Handelstreff. Das klingt interessanter. Da haben wir vielleicht auch Shoppingmöglichkeiten. Okay. Aber jetzt erstmal... Wo wollen wir ansetzen? Regierungsviertel? Meinetwegen, ist ja egal, ich will ja nur switchen. Jetzt ist jetzt Nacht? Ne, jetzt sind wir noch die 19 Stunden, das ist hier nur so ruhig. Und das ist schön. Okay, gut, sobald es dunkel wird, setzen wir unsere Reise fort. Ich mache einen Cut, bis gleich. So, es ist endlich die 22. Stunde, Leute. Das hat sich echt gezogen wie Kaugummi. Und wahrscheinlich hat es mir nicht mal was gebracht. Das werden wir jetzt gleich sehen, wir gehen zurück in die Slums. Und ich guck mal, ob da irgendwo diese Hexat-Tusse rumrennt. Es wäre sehr wünschenswert, weil dann könnten wir noch einen anderen Charakter mitnehmen. Und dann fühlt sich das nicht ganz so sinnlos an. Kommt schon, Leute. Hier hatten wir sie damals getroffen. Oh, ist das? Nee, amnischer Soldat. Das habe ich mir jetzt aber nicht verbockt, weil ich zu dieser anderen Vampirin gesagt habe, wir gehen den Deal nicht ein. Ne? Also das hat nichts mit Hexats Quest hoffentlich zu tun. Es ist halt einfach nur dumm. Wir haben die Quest gemacht und die Olle will ihren Stab nicht. Ich habe gedacht, das eilt so. Hab nicht den Eindruck, dass es eilt. Ich wüsste auch nicht, soll ich andersrum rennen? Friedhof haben wir das letzte Mal schon getestet, da ist auch nichts passiert. Die ist einfach nicht da, Mensch. Das ist so ätzend. Wann kommt denn die endlich? Ja, ich will jetzt Hexat halt nicht rausschmeißen, weil die Quest ist eigentlich schon fertig. Ich will doch nur noch meine Belohnung und gut ist. Ist halt super dumm. Einfach dumm. Oh Mann. Naja, gut. Umsonst gewartet, umsonst gehofft. Wie immer, dann gehen wir halt, Leute. Geht nicht anders. Okay. Könnt doch einmal beim Friedhof gucken, weil eigentlich ist das halt auch naheliegend, dass er da rumgoftelt, ne? Ja, das sind jetzt bestimmt Vampire, die mich angreifen werden.
Könnte ich mir gut vorstellen. Bis jetzt nicht einmal das. Ey, keine Spur von der. Jo. Ist nichts zu machen, ne? Da müssen wir einfach abwarten. Hab jetzt auch keinen Bock, da jede Gasse abzulatschen. Theoretisch würde die auch auf mich zukommen. Und die anderen Stadtteile nochmal durchchecken. Boah, ich weiß nicht. Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich, wo ich die wiederfinde. Oder vielleicht ist es einfach nur Zeit, die ich abwarten muss. Wir gehen weiter. Wenn es halt nicht anders sein soll, bitteschön. Dann lasst uns weiterziehen. Gehen wir zur Anis Festung. Gucken uns nochmal die Sache mit dem Stab an, würde ich sagen. Feinde haben euch aufgelauert. Okay. Ich warte. Verteidigt euch. Dann mal los. Ja, ich hätte erst auf die Magier gehen sollen. Hauptklauen hauen weg, jawohl. Nächster. Zaubert mir zu viel. Autsch. Ja, töt mir halt Hexat. Was war das denn? Der kommt halt fünfmal hin und her geschossen. Kack, Blitzschläge. Genau aus dem Grund benutze ich die nicht. Weil genau so eine Scheiße passiert. Ja. Und zwar mit der eigenen Gruppe. So, einfach noch einmal. Wir tun so, als wäre das nie passiert. Ja, darf ich? Haben euch aufgelauert. Einfach nochmal die gleiche Gruppe. Aber diesmal gleich auf den Übeltäter hier. Bevor der wieder so einen Kack macht. Hopp, hau weg. Gar kein... Oh, nee, jetzt... Okay, aber mit dem Blitz hatten wir Glück. Der ist ein bisschen weggeprallt, anstatt immer hin und her. Meine Güte. Wenn schon Zufallskämpfe auf einmal schwer werden, was ist denn da los? So. Dann hier hin. Ja, Yoshimo stirbt einfach wieder halb. Geil. Wer sonst? Ah, Leute. Leute, helft mal Yoshimo. Helft Yoshimo, danke. Sagt mir, was zu tun ist. Stirb, Kreatur, und leere die Erde. Okay, alles gut, jetzt haben wir's. Ich warte. Mann, oh Mann, oh Mann. Die Dienerin der Natur ist bereit. Die werden ja immer unangenehmer. Ah, gut. Das ging noch auf alles, sehr schön. Ansonsten haben wir nicht mehr viel Heilung. Doch, Chihara hat noch viele kleine Heilungen. Aber das dauert nun mal. So, schon mal ein bisschen mitnehmen. In Handelstreff kann ich den ganzen Kram ja verkaufen, den wir jetzt kürzlich gefunden haben. Da bin ich mal gespannt. Kann mich so aktuell an Handelstreff überhaupt nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass wir eine Quest da haben und das war's. So. Okay. Stinknormale Keule ist mir zu langweilig. Ich weiß, dass Chihara Keulen mag, aber... Sollte schon ein Plus drauf sein. So, lassen wir es jetzt. Ja. Mal gucken, ob wir jetzt weiterkommen. Los geht's. Ich kümmere mich drum. Na, hopp, läuft. Lauft, lauft. So, wo sind wir denn jetzt eigentlich? Immer noch in der Stadt, oder? Ah ja, tatsächlich, war jetzt immerhin nicht gekommen. Also, nochmal. Feinde haben euch aufgelauert. Okay, mittlerweile haben wir die Stadt immerhin verlassen. Du bist ein Magier, oder? Ja. Immer die, wo hinten stehen. Macht ja auch Sinn. So machen wir es ja auch. Oh Gott, die gleiche Kackgruppe wie das letzte Mal. Und er macht wieder einen Blitz. Nein, er kommt zurück. Ey, das ist so kacke mit diesen Blitzschlägen. Und er kommt nochmal, oder was? Nee, okay. Zauberer tot. Wer ist denn der andere, der zaubert? Ich bin mir nicht sicher. Ja? Haben wir noch eine Massenheilung? Nee, ne? Ich habe noch gar keine Heilung mehr. Ja, gut. Dann versuchen wir jetzt einfach zu überleben. Toller Vorschlag, oder? Komm, hau schneller, hau schneller, hau schneller. Und jetzt du. Der zaubert. Gut. Das ging schön schnell. Jawohl, weggeräumt hier. Bams. Bams, 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 bams. Bams. Und der Rest bleibt liegen. Okay. Jo, wieder fast hier voll mit ganzen Blödsinn hier. Aber ich habe jetzt gerade keine Lust auf Inventar aufräumen. Das machen wir dann, wenn wir
in einer Stadt sind, nicht in dieser Wildnis. So, wer hat's am dringendsten nötig? Ja, wer wohl? Ach, Yoshimo, was soll ich nur mit dir machen? Der schwächelt echt rum, ne? Aber gut, es liegt vielleicht auch einfach nur an seiner Position, dass er da irgendwie der ist, der standardmäßig Aggro zieht. So, und weiter. Können wir ruhig alles verbraten. Den Handelstreff können wir bestimmt nächtigen. Und uns die neue Umgebung mal anschauen. So, das war's mit der Heilung. Ich hab noch ein bisschen hier. Hier meine ich. Die Instant-Heilung. Nutze ich eigentlich viel zu selten. Aber ist ja auch nur ein kleiner Zauber. Und du nochmal. So. Okay, Gruppe sieht wieder halbwegs vernünftig aus. Alle Heilzauber sind weg. Was habe ich jetzt gemacht? Map gedrückt. Ja gut, das macht hier wenig Sinn. Wir wollen weiter. Ist schon geschehen. Wieso darf ich eigentlich nicht speichern? Konnte ich doch vorhin auch noch. Gerade die Stadt verlassen. Schon haben wir Angriffe. Ich bin dabei. Aber jetzt haben wir es geschafft. So. Aber wo war denn hier ein Schmied? Ja gut, vielleicht haben die mittlerweile... Na gut, wenn ich mir das so anschaue, die haben noch nicht aufgeräumt. Na, mal gucken. Die haben mich doch gleich rausverwiesen. Oder soll ich da gucken, das Fort? Seiteneingang, Hundezwinger, Hebel für das Tor. Ein Wunder, dass sie mir das offen lassen. Und mit dem Patzka habe ich ja schon gesprochen. War hier irgendwo ein Schmied? Ist da jetzt wieder Personal? Oder dauert das jetzt einfach, bis hier wieder alles Normalität hat? Ich will doch nur diesen Kriegsdingens schmieden lassen. Wenn es nicht geht, auch nicht schlimm. Es lag eh auf dem Weg. Hier sieht es nicht danach aus, als wäre hier das pure Leben, ne? Küche, Ausgang zum Hof, Ausgang nach draußen. Hm. Gucken, ob jemand in der Küche ist. Wenn es denn sein muss. Ja, ein Troll oder was? Das kann ja wohl nicht sein. Oh, ich habe jetzt keine Bock auf Trolle, ehrlich. Oh nein, der Golem! Oh shit, den habe ich ja ganz vergessen. Ich bin weg. Gute Idee, das mir zu übertragen. Also hier scheint noch alles beim Alten zu sein. Ich habe keine Ahnung, wo hier ein Schmied sein soll. Das Einzige, was ich mir noch angucken kann, ist das hier vielleicht. Dass da noch jemand übrig ist. Aber ansonsten brauche ich da eine präzisere Antwort. Oder ich habe es nur falsch gelesen. Das kann natürlich auch sein. Oder mir falsch gemerkt, je nachdem. Das kann alles sein. Aber es eilt jetzt auch nicht. Mein Gott, dann machen wir den Flegel halt das übernächste Mal. Oder wann ich hier wieder vorbeikomme. Schauen wir mal eben, was hier los ist. Vielleicht hätte ich das mit dem Flegel auch nur machen können, wenn mir die Burg gehört. Weil dann hätte ich da definitiv Personal. Aber so in dem Zustand... Nö, hier ist nichts los. Okay, Leute. Dann verschieben wir das, bis ich da weitere Hinweise habe. Eurerseits. Denn ich habe jetzt nicht so die Lust auf das große Suchen. Ich will was Neues erleben. Wir gehen jetzt nach Handelstreff. Was ist das denn? Hier gleich Gegner am Anfang von... Ach stimmt, die haben ja ein tierisches Problem. Okay, ich dachte schon, das ist eine ganz seltsame Zufallsbegegnung, aber nein. Wir lesen uns die Quest nochmal zum Einstieg durch. Das ist ja schon ewig her. Wo haben wir es denn? Damit wir überhaupt nochmal wissen, was hier los ist. Hä? Wo ist es denn? Galen? Tolgerias, verhüllter Magier, die Jagd von Valgir, Windspeerhügeln, Omarhügeln. Hä, wo ist denn das mit Handelstreff? Ich habe da definitiv eine Quest gehabt. Hat das was mit dem Magier zu tun? Mal schauen. Ah ne, erst wenn wir seinen Auftrag erfüllen. Sein Auftrag hatte ja damit... Ne, Quatsch. Damit zu tun. So... Blablabla. Magier. Der Magier hat weiter ausgeführt, dass Walker eine Adelsfamilie außerhalb verstecken könnte. Shit, da steht gar nichts.
Hä? Ich hatte doch was mit Handelstreff gehabt. Verstehe ich nicht. Ich kann mich daran noch erinnern, dass die so ein tierisches Problem haben. Naja, gut. Wenn wir hier weitermachen, dann kriegen wir die Quest vielleicht nochmal aktualisieren. Dann finde ich sie vielleicht auch. Töten wir erst die Tiere, denn die scheinen aggro zu sein. Eure Diebe, was steht da alles? Vor allem, wer sagt das? Ach, egal, weiter. Gut, die sind nicht das Problem. Schnell, bevor der eine da stirbt. Okay. Können wir jetzt reden? Sehr gut. Halt! Handelstreff ist derzeit kein sicherer Ort für Fremde. Wenn ihr keine Geschäfte zu erledigen habt, Fremde, rate ich euch, dorthin zurückzukehren, wo ihr herkommt. Also, hier steht's auch. Uns wurde davon berichtet. Und das nehme ich dann deswegen auch. Ich habe hier etwas zu erledigen. Mir wurde von den abgeschlachten Tieren berichtet und ich wurde gebeten zu helfen. Hilfe wäre zu diesem Zeitpunkt eine willkommene Erleichterung, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, wie ihr uns unterstützen könntet. Wir kämpfen gegen einen Aufstand von Mutter Natur höchstpersönlich. Aber wenn ihr es ernst meint, geht weiter und betretet die Stadt. Sucht das Haus des hohen Händlers Fürst Logan Copreet. Er kann euch mehr erzählen als ich. Aber gebt Acht, Fremde. Die Stadtbevölkerung steht Außenstehenden zurzeit misstrauisch gegenüber. Sie beschuldigen Druiden für ihre Misere und betrachten Fremde als Spione und Diener der Druiden. Ich selbst will darüber zu diesem Zeitpunkt nicht urteilen, aber ich werde jede Hilfe annehmen, die wir bekommen können. Ich heiße euch in Handelstreff willkommen. So, jetzt haben wir das Quest aber definitiv. Es heißt tierische Probleme. Habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit nur überlesen. So, mal gucken, ob ich es diesmal finde. Wo sind denn die Tiere? Da unten. Stimmt, ich habe da unten gar nicht geguckt, ne? Ganz da unten. Habe ich gar nicht geguckt. Wo ist eigentlich Nira nochmal? Wann treffen wir die wieder? Im wilden Wald. Ich habe auch draußen keinen wilden Wald gesehen, aber gut, mal abwarten. Egal, wir sind jetzt hier. Ja, war doch ein neuer Questeintrag anscheinend. Na gut. Gut. So viel dazu. Das Geld nehme ich mit. Ja, wenn die Leute hier mir misstrauisch sind, dann wird es vielleicht doch nicht so mit dem großen Quatschen. Aber das alles ist jetzt natürlich nicht so groß wie Akatla, ne? Ist klar. Ist aber anscheinend eine schöne Stadt ansonsten. Wir haben hier das Dao Chin-Zelt, Vitras Schenge, Marktplatz von Handelstreff, das Haus des Bürgermeisters, Tempel der Waukin, Südwesttor, Anwesen der Ali Baggars, Tiris Haus, die Schmiede, Haus der Fentans, Anwesen der Luraxols. Das klingt alles sehr interessant. Da oben noch die Gruft von Handelstreff. Okay, schönes kleines Städtchen. Wie wollen wir denn vorgehen? Das ist ein bisschen so Kreisstädtchen-mäßig aufgebaut. Das gehen wir so immer die äußeren Ringe ab, würde ich sagen. Erstmal draußen bleiben. Ja, das tun wir. Komm. Komm, der Rede wert. Jupp. Einmal umdrehen, bitte. Einmal speichern und dann reden wir auch mal mit den Wachen hier. Besser gesagt, mit der Miliz. Steht bequem, Bürger. Als ich jung war, jagte ich einige dieser Waldtiere. Ich frage mich, ob sie uns deswegen jetzt angreifen, aus Rache oder so. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, die könnten hier wirklich gesteuert werden, oder? Bürger. Es gibt noch immer ein paar Probleme hier im Handelstreff. Wenn ihr meine Meinung hören wollt, solltet ihr euch hier nicht allzu sehr sehen lassen. Okay, okay, ich weiß. Ihr seid nicht so auf Fremde zu sprechen, habe ich schon vernommen. Hallo Daki, ein Chin. Kennen wir uns zufällig? Aber euresgleichen sieht ja immer gleich aus, ne? Ich hoffe, das bringt was. Mal schauen. Würdet ihr mir ein kleines Tänzchen vorführen, Sterblicher? Ich finde es so zu schön, wie eure Formen sich winden und krümmen. Das erinnert mich so an die Gianni zu Hause. Ja, und jetzt? Tanzen wir nicht? Okay, anscheinend tanzen wir nicht. Ich kümmere mich drum. So, dann schauen wir hier mal weiter. Ist hier noch mehr Chins? Anscheinend nicht. Ja, der wird später bestimmt noch wichtig, oder? Das war jetzt ein sehr kurzes Gespräch. Naja, mal abwarten.
So, was haben wir denn hier Schönes? Speichern und gucken. Das ist anscheinend die Kiste der Helme. Wahnsinn. Für jeden was dabei. Und das nehme ich an mich. Das ist ja noch kein Stehl, ne? Das ist noch außerhalb der Tore. Das gelten andere Gesetze. Okay, wen haben wir denn hier? Seid mir gegrüßt. Ich heiße euch willkommen. Ich grüße euch, Fremde, im Namen meiner Familie und in Übereinstimmung mit der Tradition der Rom. Ich bin Kveroslava, die Mutter dieser Familie und deren Herz. Wenn ihr das wünscht, dann kann ich euch etwas über eure Zukunft sagen. Nur läppische 10 Goldmünzen. Für den Fall, dass ihr von meiner Gabe als Seherin profitieren wollt, guter Mann. Okay, ich weiß zwar, dass das Humbug ist, aber ich gönn's ihnen. Abgemacht, 10 Goldmünzen. Wie ihr wünscht, kommt und setzt euch zu mir, guter Mann. Und ich werde eure Hand in die meine nehmen. Schließt eure Augen und lasst Kveroslava eure Aura spüren. Ihr seid stark, guter Mann. Ihr habt mächtiges Blut und ein Schicksal, das hell erstrahlt. Es ist das Blut eines Gottes, das in euch fließt. Oh, die kann ja wirklich was. Aber ihr seid nicht allein. Da ist noch jemand. Noch jemand, der euch um Hilfe anruft. Ich sehe einen Mann, einen dunklen Mann, dem das Leben genommen wurde. Ich sehe diese andere. Sie schreit. Da, eine Bestie mit fürchterlicher Macht. Und einen dunklen Mann, den Verbannten. Er lächelt. Nein, mehr nicht. Bitte vergebt mir, guter Mann. Euer Weg hat meine begrenzten Fähigkeiten überwältigt. Ihr ängstigt mich. Ich wünsche euch viel Glück. Okay, die hat sie echt drauf. Und ein bisschen hat sie mich gerade auch beängstigt. Hallo, Mastaff. Seid gegrüßt, guter Mann. Ihr seid willkommen inmitten unserer Familie von Rom. Und ich biete euch unsere Gastfreundschaft an. Mein Name ist Mastaff. Vielleicht möchtet ihr, dass meine Frau für euch in die Zukunft schaut. Das hat sie schon. Okay, was können die Kids? G-Deck? Ahoi, werter Herr. Ihr seid doch allesamt Abenteurer, oder? Mein Name ist G-Deck. Und ich plane, zu einem mächtigen Kriegerabenteurer zu werden, sobald mich meine Eltern lassen, meine ich. So, viel Glück. Und dann noch die kleine Rinrin oder der kleine Rinrin. Oh, Abenteurer. Mir gefällt das hier nicht. Die Leute sind keine Rom und sie sind gemein. Okay, alles klar. Dann hat es also nur die Frau hier drauf. Unser Medium hier. Gut, dann mal weiter hier. Draußen, wo sie ihre Zelten aufgeschlagen haben. Aber da geht's nicht weiter. Ich muss jetzt in den äußeren Ring, aber zuvor greife ich noch diesen Schreckenswolf an. Okay. Das ist natürlich kein Problem. Weiter geht's. So, dann fangen wir hier jetzt einfach in dem äußeren Ring mal an. Und werden, es ist immer so hin und her, werden wir uns schleifen lassen und gucken, was hier so los ist. Das ist der gute Roddy, mit dem reden wir mal. Also, das ist doch wirklich ein herrlicher Tag heute, oder? Wisst ihr, ich war selbst einmal so ein Waldläufer. Und ich weiß, warum sich all diese Tiere gegen uns wenden. Jawohl. Und warum tun sie das? Es sind die Götter. Sie haben sich gegen uns gewandt. Wir hier in Handelstreff haben gesündigt. Wir sollen fair und gerecht und so sein. Vaukin selbst hat es befohlen. Aber jetzt ist Vaukin nicht mehr. Und jeder denkt, er darf jetzt einfach ungestraft betrügen. Hier wohnt doch nur noch Schwindler, Diebe und Lügner. Yep. Und zu welcher Kategorie gehört dann ihr? Zu keiner davon. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass ich ein anständiger Kerl bin, bevor ich untergehe und all das. Aber ich wurde betrogen. Genau hier. Und das macht es noch schlimmer. Aber das Ende ist ohnehin nah. Ein wahrer Optimist. So, hier darf ich jetzt nicht mehr stehlen, ne? Sagt mir, was zu tun ist. Da ist bestimmt auch nichts Cooles drin, also lassen wir es. Ist schon geschehen. Ja, wahrscheinlich geht's unterm freien Himmel, nur in Gebäuden nicht. Aber ich lasse lieber die Finger. Auch wenn ich hier keinerlei Wachen sehe. Wenn ich jetzt wirklich noch nicht mal eine Menschenseele sehe, dann würde ich hier schon zugreifen. Dann kann ja nichts passieren. So. Hat keiner gemerkt, ne? Gut. So, die nächste Theke. Mal schauen, ob die bewacht wird. Das scheinen Bücher zu sein. Ja, da ist Wallace. Dann lasse ich besser die Finger davon.
Okay, hallo Wallace. Ach, mein Freund, ich fürchte, ich kann euch keine Waren zeigen. Die verfluchten Genies haben alle Handelsunternehmungen von Handelstreff übernommen. Vielleicht ein andermal. Genies? Okay. Dann eben nicht. Tja, ein Handelstreff lässt sich nicht gut handeln. Das ist eine böse Überraschung. Wartet mal, komme ich da schon in den... Ach nee, ich dachte schon, dass der Marktplatz, dann wäre ich ein bisschen falsch abgebogen, aber so ist in Ordnung. Okay, geht mal hier hin. Da waren wir gerade vorhin. Aber mit diesem Magier habe ich noch nicht gesprochen. Na super, jetzt fangt's an zu Schiffe. Ich bin einer der wenigen Auserwählten. Ich bin ein Mitglied der hiesigen Miliz, aber ich wende auch Magie an. Hauptsächlich wird meine Magie dazu benutzt, den ehrlichen Umgang der Händler untereinander zu beaufsichtigen. Vaukin persönlich hat diese Praktik eingeführt. Stimmt, wir sind ja nicht mehr in Arcadla. Wir können ja jetzt hier in der Stadt zaubern, wie wir Bock jetzt haben. Ach, bitte. Der Hauptmann der Miliz. Ah, ne, mit dem haben wir schon gesprochen, ne? Hat uns ja verwiesen, weiterzugehen. Hier sind nur die Toten. Okay, dann machen wir mal hier weiter. Ja, bei dem Wetter kommt Freude auf. Bis jetzt noch kein Haus, wo ich rein konnte, glaube ich. Dann gehen wir jetzt in den nächsten inneren Ring. Und schauen, was da weiter abgeht. Da wären wir. So, hier geht's zum Marktplatz. Jawohl, da gehen wir noch nicht hin. Aber das Anwesen der Luraxols können wir uns ruhig mal gönnen, sofern die Wächter uns hier reinlassen. Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Mit all dem Ärger, den wir gegenwärtig hier überall in der Stadt haben, bezweifle ich, dass ihr im Hause der Familie Luraxol willkommen seid, Fremdling. Ja, nur wenn wir einen Grund hätten, ne? Mögen die Götter euch gnädig gesonnen sein. Ja, wir probieren es einfach mal. Mehr wie schief gehen kann es nicht. Bin dabei. Also rein darf ich schon mal. Scheint schön hier zu sein. Wächter. Nur Wächter zu sehen gerade. Wenn es denn die Götter muss. Euch gnädig okay. Gesonnen sein. Die sagen alle das gleiche. Ich ignoriere die anderen mal. Wenn sie feindselig werden, kann ich immer noch laden. Also so ist ja nicht. Hier sehe ich nichts zum Grabschen. Und hier ist auch niemand. Wo ist denn die Family? Ausgeflogen heute oder was? Okay, Tür geht auf, aber hinter der Tür ist ein schattiger, staubiger Wandschrank, in dem nichts von Interesse zu finden ist. Na toll. Wow, was ist denn das für ein Teppich? Schaut euch das an. Alles klar. Aber hier gibt's ja gar nichts. Nicht mal die kleinen Schränkchen und so darf ich öffnen. Was ist das für eine langweilige Family hier? Da hinten ist doch noch was, oder? Das kommt mir komisch vor. Das war's? Anscheinend. Seltsamer Ort. Und die Familie ist auch nicht da. Ich frage mich, was die Haufen Wachen überhaupt bewachen. Habe ich jetzt irgendwas übersehen? Nee, ne? Okay, das scheint wohl definitiv erst später wichtig zu werden hier. So leer wie das ist. Na gut, dann... Ja, innerer Tempel... ja, diese Sachen hier mal durchchecken, würde ich sagen. Gute Idee, das mir zu übertragen. Schöne Gebäude, gefällt mir hier. Ein schönes Städtchen, wenn sie nicht so ein tierisches Problem hätten, ne? Aber hey, wir haben eine Druidin dabei, wir haben Waldläufer, wir kriegen das hin. So, eine Kneipe, wunderbar. Da kann man es doch aushalten. Komm, der Rede wert. Spiel uns was, Alenia. Oh. Was? Nein, nein, ein Abköpfling von Baal, hier? Wieso werde ich sofort erkannt? Ist mir das neuerdings auf der Stirn geschrieben, oder? Ganz ruhig, wer seid ihr überhaupt? Nein, nein, nicht nach all der Zeit. Ich werde dich... nicht schon wieder! Hä, warum... Weiß der das? What the? Okay, das war strange. Hm.
Na gut, weiter im Text, ist nichts passiert. Als Bär, den bin ich normalerweise überall willkommen, aber an diesem Ort betrachtet man selbst mich mit Misstrauen. Es scheint mir, dass Am wahrhaft eine Nation ist, die in Schwierigkeiten steckt. Oh, das ist natürlich doof. Also Partystimmung ist ja auch nicht gerade, ne? Bleibt da stehen, wo ihr seid, Bauerngesindel. Ich bin hierher gekommen, um der Musik von Alenia zu lauschen, sonst nichts. Das ist eine der wenigen Freuden, die mir noch geblieben sind, jetzt wo die Stadt praktisch belagert ist. Na, immerhin ein Fan hast du. So, dann noch diesen Gast. Heutzutage kann man nicht mal 10 Schritte machen, ohne dass einen irgend so ein Penner anquasselt. Tja, true. Ihr seid fremd hier, werter Herr. Ich werde euch mal ganz schnell erzählen, dass wir Fremden hier nicht länger über den Weg trauen. Ja, ja, das habe ich schon gehört. Trotzdem hoffe ich hier auf ein bisschen Respekt. Ihr scheint eine ausreichend angenehme Person zu sein, aber bei diesen Angriffen auf die Stadt kann man sich nie sicher sein. Ich würde lieber nicht mit euch sprechen. Ja gut, die Leute haben halt Angst, ne? Aber die Wirtin, die muss doch freundlicher sein, die Ulma. Ey, Ulma. Gönn mir ein Gespräch. Hallo, Süßer. Willst du meine Möpse sehen? Jo, da bin ich dabei. Gibt's auch was zu trinken dazu? Ihr arbeitet wahrscheinlich für diese Druiden und seid gekommen, um uns alle umzubringen, oder? Nun ja, wenn Viatri bereit ist, euch zu bedienen, dann bin ich es wohl auch. Ja, anscheinend ist er das nicht, aber gut, ich muss wahrscheinlich erst mit Viatri sprechen. Wen haben wir noch? Fürstin Merena? Sitzt da noch ein Gast? Nee, da hatten wir, die hatten wir, den hatten wir. Da hinten ist noch ein betrunkener Gast. Dem ist das doch bestimmt egal, dass ich fremd bin, oder? Einen herrlichen Tag wünsche ich euch. Ich war ein Abenteurer. Ganz schön wie, ja. Die Damen standen bei mir die ganze Zeit Schlange. Jawohl, ja. Okay, ja gut, Leute. Wir werden hier einen Cut machen, das nächste Mal mit Viatri sprechen und Handelstreff weiter erkunden. Ich bin gespannt, ihr hoffentlich auch. Bis zum nächsten Mal, wenn es hier weitergeht mit Let's Play Baldur's Gate 2. Also, bis denne!